Mahlzeit, meine Damen und Herren. Ich habe gehört, Sie haben mich vermisst. Jetzt bin ich wieder da und ich habe gedacht, optimistisch wie ich bin, ziehe ich ein grünes T-Shirt an. Habe gedacht, der DAX legt den dritten Tag in Folge zu. Aber Pustekuchen, der DAX heute im Minus und das hat seine Gründe. Offizielle Stellen aus China, hohe Vertreter, haben sich ein bisschen negativ geäußert zum Thema Handelsstreit, haben so ein bisschen die Aussagen, die sehr positiv waren von Donald Trump, relativiert. Also Einigung im Handelsstreit dann doch nicht so nah, wie der US-Präsident vielleicht angedeutet hat. Die Wall Street hat prompt reagiert, hat ins Minus gedreht und auch der DAX heute wieder vorsichtiger. Und für den DAX gilt ja auch, wir haben noch andere Probleme, die üblichen Verdächtigen, Brexit und die Regierungskrise in Italien. Gucken wir vielleicht mal auf den Brexit zunächst. Boris Johnson, der wird jetzt gerade spekuliert, hat da einen ganz neuen Trick ausgepackt, um den harten Brexit durchzuziehen. Es ist das Gerücht aufgekommen, er möchte die Queen bitten, die Parlamentssitzungen auszusetzen. Also sein Plan, die Opposition will ja vielleicht mit einer anderen Partei noch so einen Gesetzentwurf einbringen und zur Abstimmung bringen, dass man ohne Deal die EU nicht verlassen darf. Das will Boris Johnson, heißt er, nicht zu verwechseln mit Donald Trump, die sehen sich ein bisschen ähnlich, ne? Aber nee, doch nicht, will er verhindern und deswegen will er vielleicht die Queen bitten, das Parlament so ein bisschen länger im Urlaub zu lassen. Also ob das tatsächlich stimmt, wissen wir nicht. Er hat sich dazu nicht geäußert, die Regierung auch nicht, aber es ist ein Gerücht, was aufgekommen ist über Twitter und da muss man mal gucken. Also sorgt hier natürlich auch wieder für zusätzliche Verunsicherung. Und dann haben wir noch die Regierungskrise in Italien und da könnte sich vielleicht eine ganz neue Richtung auswirken oder könnte man sagen, hier könnte was passieren, nämlich vielleicht hat sich Salvini ins eigene Fleisch geschnitten. Er wollte ja Neuwahlen provozieren oder und wollte dann natürlich die erste Stelle in der Regierung werden. Jetzt könnten sie sich aber die Fünf Sterne und die Sozialdemokraten zusammenrotten und könnten gemeinsam eine neue Regierung bilden und dann wäre Salvini erstmal außen vor. Das wäre natürlich eine ganz neue Wendung, damit hätte Salvini wahrscheinlich auch nicht gerechnet. Und dass die zwei sich zusammenrotten, damit hat wahrscheinlich auch keiner gerechnet. Sollte es aber so kommen, die Sozialdemokraten sind ja europafreundlich, dann könnte es vielleicht auch wieder bei den ganzen Verhandlungen um den Staatshaushalt von Italien so eine leichte Lockerung eintreten. Dann könnte hier vielleicht was Positives entstehen. Aber wissen wir auch nicht. Heute Nachmittag die Entscheidung, ob es Neuwahlen gibt oder eine neue Regierung eben aus den Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Partei. Also alles noch offen. Beide Seiten haben gesagt, man habe gute Gespräche geführt. Also hier könnte sich vielleicht dann was Positives ergeben. Aber trotzdem, wir sehen es, der DAX im Minus. Gucken wir kurz auf die Top- und Flop-Liste vom DAX und wir sehen nicht viele Werte im Plus. Henkel, Deutsche Telekom und Beiersdorf eher konservative Werte, die heute von den Anlegern so ein bisschen gesucht werden. Und aber dann sehen wir Infineon, SAP, Allianz, Wirecard, Adidas, aber auch hier die Aktien, die zuletzt immer ganz gut gelaufen sind, heute wieder auf der Verliererseite ohne große Nachrichten. Wir haben ja die Quartalsberichtssaison beendet, deswegen sind wir auch so ein bisschen auf der Suche nach neuen Impulsen, die den DAX antreiben können. Deswegen ist der Handelsstreit natürlich das Top-Thema und immer wenn wieder negative Nachrichten bezüglich des Handelsstreits aufkommen, dann werden wir die natürlich auch sehen in den Kursen, besser gesagt im DAX oder in der Wall Street, sehen wir positive Nachrichten treiben, negative Nachrichten sorgen natürlich für fallende Kurse. Also das Zickzack könnte jetzt natürlich viel oder lang weitergehen, solange es da keine Einigung gibt und da gibt es ja genug Spekulationen, wie lange es dauern könnte, bis sich die USA und China einigen. Bei ThyssenKrupp gibt es hier die Nachricht, nächste Woche, genau in einer Woche, setzt sich wieder der Handelskreis Aktien zusammen und dann entscheidet man die neue Zusammensetzung vom DAX. Und da könnte es sein, wird zurzeit spekuliert, dass ThyssenKrupp, wir sehen es am Chart, in diesem Jahr natürlich eine fatale Entwicklung. Und es könnte sein, dass ThyssenKrupp eventuell aus dem DAX fliegt. Ist aber noch nicht entschieden. Wir wissen ja, es kommt aufs Handelsvolumen und auf die Marktkapitalisierung an in diesem Fall. Und da scharren so ein bisschen MTU und Deutsche Wohnen mit den Hufen. Und die könnten eventuell ThyssenKrupp im DAX ablösen. Wäre natürlich der nächste Rückschlag für den Industriekonzern, wenn man überlegt, Thyssen an sich war ja Gründungsmitglied im DAX und wenn die jetzt wieder rausfallen würden, dann wäre es natürlich wieder so ein kleiner Rückschlag nochmal für die Aktie. Aber man muss mal abwarten, ob MTU und Deutsche Wohnen wirklich an ThyssenKrupp vorbeiziehen können. MTU heute auch unter Druck. Es gibt von der HSBC eine Abstufung. Nach der guten Kursentwicklung hat die HSBC gesagt, okay, hier ist jetzt erstmal wieder Schluss und hat die Aktie von Kaufen auf Halten herabgestuft, das Kursziel minimal nach oben gesetzt, also so ein Mischmasch. Und wenn man das Kursziel nach oben setzt, warum sollte man dann Halten machen? Aber Entscheidung der HSBC, die Anleger reagieren drauf, MTU leicht im Minus. Dann kommen wir zu Nel, Wasserstoffaktien ja immer beliebt, die haben heute Zahlen gebracht und wir sehen es,
Ja, 1,92% im Plus die Aktie. Sie kommen eigentlich ganz gut an die Zahlen, aber sie sind auch nicht das Gelbe vom Ei. Die Wachstumsstory hat so einen kleinen Dämpfer erhalten. Wir sehen die Zahlen. Umsatz und EBIT sind unter den Erwartungen und sind auch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Also da sieht man, ist so ein kleiner Dämpfer in der Entwicklung. Aber man muss sagen, natürlich Rückstellungen. Wir wissen ja, wir haben lange über Nel diskutiert. Wir hatten den Vorfall an der Wasserstofftankstelle, diese Explosion in der Nähe von Oslo. Dafür wurden Rückstellungen gebildet in Höhe von etwa 5 Millionen Euro umgerechnet und die belasten natürlich die Zahlen. Und deswegen haben wir das hier so ein bisschen negativ bei den Zahlen. Aber dann haben wir noch einen positiven Lichtblick. Es gibt neue Aufträge aus Korea zum Beispiel. Zwei Wasserstofftankstellen sind dort bestellt worden über einen Unternehmen, ein Joint Venture, an dem Nel beteiligt ist, also das ist schon mal positiv. Und der Auftragsbestand bei den Norwegern ist auf Rekordniveau und das scheinen die Anleger heute zu honorieren. Also hier sehen wir, auf der einen Seite ist natürlich die Wachstumsstory durch den Auftragsbestand, der auf Rekordniveau ist, noch irgendwo intakt, also das sehen wir schon. Aber auf der anderen Seite passen die Zahlen nicht ganz dazu und Nel muss jetzt einfach auch weiter liefern. Wir sehen es ja auch, die Aktie kommt seit dem Vorfall hier nicht mehr so aus dem Quark, dümpelt immer zwischen 60 Cent und 70 Cent rum und da muss jetzt auch schon was passieren, damit wieder wirklich richtig Schwung in die Aktie kommt. Zwiebel des Tages, heute, naja, Thomas guckt, ne? Wir sehen es hier, die Aktie ist auf dem absteigenden Ast. Insolvenz scheint aber abgewendet zu sein. Trotzdem schmeckt den Anlegern heute nicht, dass es neues Geld gibt. Man weiß nicht genau warum, aber Fonsum, der chinesische Partner, möchte seine Schulden in Aktien umwandeln und gibt dem Unternehmen nochmal eine Finanzspritze. Also von daher eigentlich gar nicht so schlecht die Nachricht. Trotzdem, die Anleger feiern Sie nichts. Wir sehen es über 15% im Minus. Damit Thomas Cook zum wiederholten Mal bei uns in der Rubrik Zwiebel des Tages vertreten. Und deswegen Finger einfach weg von der Aktie. Da ist zurzeit nicht viel zu holen, obwohl nach solchen Kursstürzen kann es ja deutlich mal in den Fingern jucken. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten, bis hier dann doch auch mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist. Ja, auf meine Watchlist muss ich auch gucken. Die hat es im Urlaub ganz schön zerbröselt. Wir sehen es hier. Gucken drauf. Wirecard, leichte Minus. Wir bleiben dabei. RWE für mich nach wie vor unter den Versorgern der Favorit. Die Aktie liegt auch im Plus. Lünas, ja, seltene Erden. Handelsstreit, das ist nicht aufgegangen. Da muss man auch ehrlich sein. Wir sehen es. Fast 15% im Minus. Hier haben wir mir jetzt selber einen Stoppkurs gesetzt, wo ich Schluss mache. Ein bisschen warten wir noch ein bisschen. Aber wir sehen Innovation Traffic Systems. Macht es wieder so ein bisschen gut, ne? Da haben wir 15% im Plus. Disney bleibe ich weiterhin dabei. Ich halte viel von dem neuen Streaming-Dienst und denke, auch wenn die Zahlen, die ja so ein bisschen schlecht waren, wieder verdaut sind, denke ich, dass es auch wieder aufwärts geht mit der Aktie Cochlear. Unser Bereich aus, ja, der australische Aktien, die laufen einfach nicht gut, ne? Muss man ja jetzt so sagen. Medizintechnik, ich war ja auch davon begeistert, aber wir sehen es auch, 7% im Minus. Man muss sagen, der australische Markt ist bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, hervorragend gelaufen. Vielleicht schnappt er jetzt so ein bisschen Luft, deswegen will ich mir noch nicht sofort da komplett rausgehen. Vielleicht holt er jetzt ein bisschen Luft, um dann noch zum Jahresende hin nochmal so eine Rallye zu machen und dann könnte es vielleicht doch noch kommen. Aber auch hier natürlich einen Stoppkurs gesetzt, wo man wirklich die Bremse ziehen muss. Man ist ja auch so ein bisschen in der psychologischen Bredouille, ne? Sie kennen das sicher auch, wenn man sagt, okay, habe ich mich wirklich geirrt? Kann ich mich irren? Aber man muss es sich eingestehen und das habe ich jetzt bei den beiden Werten auch getan und mir einen persönlichen Schlusspunkt gesetzt. Und den muss man auch einhalten, sonst bringt das Ganze an der Börse nichts. BBB Biotech läuft auch nicht so gut und Apple, ja, der Handelsstreit belastet halt weiterhin. Wenn hier so ein bisschen Entwarnung kommt, könnte es auch mit der A-Aktie wieder aufwärts gehen. Wir wissen ja bei Apple immer, wenn es so ein bisschen heißt, totgesagte leben länger. Und das hat für Apple schon oft genug zugetroffen. Wir wissen, dass Geschäfte rund um das iPhone läuft, Servicegeschäft. Und jetzt müssen wir gucken, wie es hier ein bisschen weitergeht, solange der Handelsstreit natürlich schwillt und nicht weiter vorwärts kommt. Natürlich die Technologiewerte besonders unter Druck. Das war Mahlzeit für heute. Ich bin wieder zurück. Morgen sehen wir uns wieder. Dankeschön, dass Sie dabei waren. Und wir haben noch ein kleines Foto zum Abschied. Sie wissen ja, wir verlosen immer ein T-Shirt. Letzten Monat gab es das T-Shirt von Captain America. Und der Gewinner hat uns freundlicherweise ein Foto geschickt und hat das T-Shirt an. Und Sie wissen, diesen Monat gibt es auch eins. Fleißig auf Like klicken und sagen, warum. Und dann können Sie auch so ein T-Shirt gewinnen, wie Sie hier eben gesehen haben. Und dann können Sie uns auch ein Foto schicken. Machen Sie es gut. Bis morgen.